Okay. Leute, ich sehe schon, komm, ich werde ein bisschen neu starten müssen, weil ich mich hier zu sehr verzettelt habe. So, jetzt habe ich ihm auf jeden Fall einiges an Truppen geklaut. Und mit ganz viel Glück fährt er da jetzt noch rein und geht kaputt dabei. Durch die Strahlung. Yes. Ja, der hat da leider noch eine Kommandozentrale. Hatte ich nicht nochmal? Ja, genau, ich hatte. Vielleicht sollte ich weniger in Einheiten und mehr in Superwaffen investieren und versuchen, den damit irgendwie klein zu kriegen. Oder einfach mal günstigere Einheiten. Zum Beispiel diverse Marodeurpanzer. Anstatt immer nur die dicken. Mal ein bisschen die Armee variieren, das könnte helfen. Oh Gott. Wir haben einen Krieger verloren. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal hier oben einen Tunnelangriff versuchen zu starten. Wir haben einen Krieger verloren. Verloren. Komm, ein bisschen durchhalten. Der Feind feuert mit seiner Partikelkanone. Oh, ey, bitte jetzt. Ach, Gott sei Dank, er feuert hier oben nicht hin, sehr gut. Aber jetzt erstmal schön alle Kraftwerke platt. So wie er meine Kraftwerke leider gerade platt macht. So, den knall ich die hier um. Ach! Na, ja, das war jetzt Verschwendung. Ich habe da nur die Baustelle gesehen und da dachte ich, okay. Ja, so langsam wird ein Schuh los. Ich glaube, ich muss mit etwas Glück doch nicht neu anfangen. So, bilde ich noch weiter aus? Nö, schade. Unsere Basis wird eingenommen.
Ah, weil mir unten wieder was zerstört wurde. Toll. Dann hackt man so ein bisschen weiter und... Nein, 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 nein. Kollege, so schon mal gar nicht. Wir haben einen Krieger verloren. Komm, machen wir es doch einfach so. Wir haben einen Krieger verloren. Du musst gar nicht auf die Idee zu kommen, hier irgendwas wieder aufzubauen, Kollege. Boah, du mieser Penner, ey. Gibt zu, der Schaden war jetzt nicht so dermaßen fatal. Ich wüsste zu gern, wo verdammt nochmal er seine zweite Partikelkanone hat. Unsere Atomrakete ist startbereit. Nee, Fräulein, das lässt du mal schön bleiben. Was brauchst du da? Noch ein Flugfeld? Don't think so, Tim. Da guck endlich mal ein Kanonen-Upgrade. Kommen wir uns noch ein paar weitere Marodeure und noch einige. Nein, das geht doch nicht. Da brauchen wir erst eine neue Propagandazentrale. Da ist der Lümmel. Moment, hat er da noch so ein... Ja, Tomahawk, dachte ich es mir. Naja, komm, das wird so nix. Ihr Lieben, jetzt dürft ihr, auch wenn ihr ein bisschen Schaden kriegen werdet. Ach, guck mal, gut getimt. Ist gerade weg, alles perfekt. Zack, das war's mit deiner letzten Partikelkanone. Jetzt können alle Superwaffen auf der Karte mir. Und ich weiß schon, was hier gleich hinfliegt. Unser Scud-Sturm ist einsatzbereit. Starte Scud-Sturm. Wir haben einen Krieger verloren. Man wird immer sehr pfiffig, wenn ihr euch da in den Weg stellt. Oh, ist denn die ganze Verteidigungsstellung weg? Oh.
Oh no, oh no. Oh, 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 ärgern. Oh, das würde mich so ärgern. Oh. Oh, hole ich mir jetzt noch ein paar Mordeure hier raus, die im Tunnelsystem sich versteckt haben? Hm, ich würde sagen, ja. Ach, ihr Lieben, so langsam wird tatsächlich ein Schuh aus dieser Mission. Ich bin unterwältigt von meiner eigenen Unfähigkeit, aber es hat im Endeffekt dann doch noch irgendwie geklappt. Machen wir es kaputt, bevor es uns kaputt macht. Wir haben einen Krieger verloren. Ich hasse das, wenn die Einheiten so halb hinter einem Turm steht, sodass man die nicht richtig erkennt. Ach, was schön. So, warte mal, da sehe ich doch gerade. Die da unten sind mir jetzt egal. Was haben wir hier? Ach, da muss ich wahrscheinlich irgendwie mit Landungstruppen oder so landen. Kann ich das überhaupt? Nee, ne? Ja, ich kann mit Truppen rüberfliegen, natürlich. So, den Bunker mache ich eben hier mit Blatt. Gucken wir mal, was ich noch alles ausgelassen habe. Mein Gott, wäre ich hier mal eher hingeflogen. Zwei. Und drei. Und vier. Ach Gott, Nukleargeschütz. Ist ja alles da. Ja, Mensch. Bauen Sie die Basis wieder auf. Nö. Wir müssen mit weiteren Angriffen rechnen. Nee, ich glaube, wir brauchen mit gar keinem mehr. Junge, wo fährst du hin? Ich wollte genau, dass du nicht in die Reichweite der Geschütze fährst und denkst, ja, ich fahre jetzt mal so um meine Kollegen herum, dass ich in die Reichweite der Geschütze fahre. Das erscheint mir gerade ein sehr guter Plan. So, reicht das, wenn ich das Gebäude jetzt zerstöre? Nun, anscheinend noch nicht. Ach, da ist ja noch ein Kraftwerk. Wahrscheinlich liegt es daran. Und hier oben an den Kraftwerken noch. Weiß zwar nicht, wie ich die jetzt rüberkriegen kann. Ah, Moment, du nimm mal bitte das hier ein. Hm, okay, daran lag es immer noch nicht. Unsere Atomrakete ist startbereit. Systeme online. Unser Scud-Sturm ist einsatzbereit. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Muss ich wirklich vielleicht jede einzelne Einheit platt machen? Ach, ihr könnt doch hier mitfliegen. Sehr schön. So, und was bringst du jetzt? Zeit bis zum Abwurf. Ja, gut. Der
Wie, der Panzer passt nicht in den Hubschrauber? Das ist ja doof. So, wo hat er noch Einheiten? Beziehungsweise, also die Einheiten dürften ja, glaube ich, egal sein. Es sind ja eigentlich... Ach ja, hier oben. Ja, da hat er sich tatsächlich noch ein bisschen berappelt. Das lasse ich aber euch machen, weil du guck mal lieber... Ob da in der Ecke noch irgendwas lauert. Obwohl, ihr wisst, was kommt. Statt der Atomrakete. Lass mir die Atombombe einfach machen. Und da haben wir nur einen Berg. Oh, mit jeder Menge Zeugs. Damn. Anscheinend muss ich wirklich alle Einheiten platt machen. Oder irgendwo steht noch so ein einsames Gebäude, was ich übersehen habe. Wir müssen mit allem, was wir haben, angreifen. Für das Vaterland. Viel Glück dort. Hat auch nicht gereicht. Okay, da schleppt sich so eine Einheit drüber. Ich vermute mal, der will uns eigentlich angreifen und... Weil der Gegner jetzt die letzten Einheiten auch noch irgendwie bewegt. Ach komm, die stellen wir da ab. Das war's immer noch nicht. Was ist denn überhaupt mein Einsatzziel? Zerstören Sie die Basis im Süden? Hä? Moment. Feind hält unsere Leute. Achso, das ist von oben nach unten. So. Ja, also unsere Verbündeten an. Wir müssen ihnen helfen, schützen unsere Verbündeten. Hm. Ich raff jetzt gerade nicht, wo das Problem ist. Muss ich erst hier alle Rohstoffe einsammeln und wirklich alles einnehmen auf der Karte? Das wäre ein sehr nerviges Ziel. Hm. Komisch, ich hätte... Man könnte meinen, wenn alle Gegner auf der Karte weg sind, hätte ich gewonnen. Aber anscheinend ist das nicht so. Das ist doof. Hm, wir machen es anders. Wir schmeißen mal hier alle raus. Holen hier mal 8 neue. Ich raff's nicht. Ich raff's wirklich nicht. Ich bin groß. Moment. Hm. Wisst ihr was? Ich baue jetzt einfach mal ein Flugfeld. Und werde mal gucken, dass ich irgendwie so ein bisschen die Karte erkunde. Mit ganz vielen Rafflecoptern.
So, dann fliegt nochmal hier hinten rüber. Hol dir die Sachen. Ey Leute, jetzt mal ernsthaft, was übersehe ich hier denn die ganze Zeit? Ein Skorpionpanzer, nett. Machen wir noch hier mal ein Tunnelsystem hin. Ich blöd, man habe schon gefragt, wie ich da runterbekommen soll. Hm, nimm doch einfach das Tunnelsystem. Könnte helfen. Och, ich bin so eine Blitzbirne. So, ist mir egal, wenn meine Einheiten drauf gehen jetzt mit durch den Skatsturm oder so, aber ey, dass ich so bräsig bin, meine Herren. Ich habe es ja bewusst stehen lassen, damit er zu viel Strom verbraucht und seine Geschütze nicht gehen, aber... Ja, das war's. Whee! Das passiert, wenn man ein wenig blind ist, ihr Lieben. Aber letzten Endes hat's gereicht. Während die westliche Allianz und der asiatische Pakt mit gegenseitigen Schuldzuweisungen beschäftigt sind, feiern die Anhänger der IBG den Abzug der WA-Streitkräfte aus Europa. Der Verlust ihrer Stützpunkte ist für die angebliche Supermacht ein herber Rückschlag. Der WA-Präsident begründet den Abzug indessen mit dem erhöhten Truppenbedarf zur Sicherung der Heimatfront. Nun, da die Vorherrschaft der westlichen Allianz gebrochen ist, werden uns die mutigen Führer der IBG in eine ruhmreiche Zukunft führen. Das war ein Bericht von Omar bin Ghazali. So, das war das Finale der IBG, ihr Lieben. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber letzten Endes hat es ja Gott sei Dank noch geklappt. Wow, ich habe mehr Einheiten produziert. Ich habe fast so viele Einheiten produziert, wie ich verloren habe. Nice. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.